Bethesda Softworks. Bethesda Game Studios. Bla 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 bla. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Oblivion. Ja. Ich habe, das Interface sieht anders aus. Erwähne ich gleich. Ich habe diesen Oblivion Improved installiert. Also ist das theoretisch gemoddet und auch eine farbige Karte endlich mal. Ein Traum. Und wir fangen ein neues Spiel an. Neues Spiel starten. Aber bitte. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute zu kommen. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Und da sind wir bei der Charaktererstellung. Ja, was wollen wir denn spielen? Wir spielen mal einen Mann. Ein Kaiserlicher, ein Khajiit. Nein, ein Nord auch nicht. Ein Ork. Ein Ork wäre doch was für mich. Nein, auch nicht. Eine Rotwadrone auch nicht. Ein Waldelf. Oh, obwohl. Nein, wir sind kein schwuler Waldelf. Eine Bretone, ja. Ein Dunkelelf. Moment mal. Die Dunkelelfen sind in ihrem Heimatland Morrowind auch als Dunmeer? Ah, Dunmeer bekannt. Und berühmt für ihre geschickte und ausgewogene Nation wie Schwert von Schwertkämpfern, Schützen und Kriegsmagiern. Ich kann heute leider irgendwie nicht lesen. Aber da lasse ich mich nicht aufhalten, denn wir nehmen mal einen Dunkelelfen. Dann schauen wir mal. Ja, das ist doch gut für uns. Das ist doch schön. Ist verletzt. Nein. Eine Glatze wäre cool. Das ist irgendwie langweilig, oder? Das ist irgendwie ein bisschen... Stammesgrünherz, das klingt doch super. Hellgrau auch nicht. Rot wäre... Ach ja, die Plastikfarben in Oblivion. In Oblivion sehen die ganzen Farben aus wie aus Plastik. Auch die Frisuren. Naja. Das ist doch schön. Das ist doch super. Hä? Kupferblond geht gar nicht. Blau-schwarz. Und dann das Alter. Sind ein junger Bursche hier. Wir sind schon erwachsen, aber... Ja. Ich denke mal, so können wir den lassen, oder? Gut, dann ganz normal. Den Namen brauche ich nicht erklären.
Sind wir sicher? Wir sind sicher. Ah. Oh. Okay. Hey, ihr da, Bruder. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen anderen Dun mehr hier gesehen. Woher seid ihr? Wardenfell? Ihr habt eine Frau daheim? Passt mal auf, ich komme hier in ein paar Wochen raus. Sobald ich wieder in Morrowind bin, besuche ich sie mal. Sie muss ja so einsam sein. Macht euch keine Sorgen, ja? Ich kümmere mich um sie, auch wenn ihr schon lange tot seid. Oh, das stimmt. Ihr werdet hier drinnen sterben. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Den machen wir schon fertig. Ah, da sind die Wachen. Wir wollen uns hier irgendwo verstecken vielleicht? Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was haben die beiden hier vor? Was macht dieser Gefangene hier? Die drei. Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ihr da, Gefangener, tritt zur Seite. Zum Fenster. Steh doch hier. Bleib aus dem Leib, wo du bist, Gefangener. Gut, auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr, ich habe euch schon einmal gesehen. Ich dich nicht. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Zufall? Das könnte doch einfach Zufall sein. Ich bin kein Held. Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Und ich bin der Weihnachtsmann. Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Das kann natürlich angehen. Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ab jetzt werde ich wenn ich irgendwo mal in einem Gefängnis sein sollte, werde ich jeden Stein drücken. Sieht aus, als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Ja, wir lassen die mal vorlaufen und schauen uns mal das Inventar an. Ah. Sehr schön. Also nicht schlecht. Ich spiele das gerade zum ersten Mal mit dieser Mod. Das gefällt mir bis jetzt. Wobei der Sprachfehler von ihm ist immer noch da. Jetzt muss ich auch noch husten. Verzeiht einmal. Ja, ich bin ein wenig erkältet. Aber naja. Oh, dann lassen wir die Wachen mal schnell vorlaufen. Nicht, dass sie uns hier noch erwischen. Einmal was jetzt zum Let's Play. Dieses Let's Play wird erstmal als Ersatz für Gothic dienen, da ich bei Gothic noch keine Möglichkeit gefunden habe, das weiterzuspielen. Oh. Da, links. Beschützt den Kaiser. Kämpft ihr mal, ich kann nichts. Ja. Ja, leider kann ich, die letzte Folge gesehen haben, wissen, dass ich nicht über diese Brücke laufen kann. Wenn ich darüber laufe, schützt das Spiel sofort ab. Ich habe es jetzt zigmal probiert, auch mit einem Patch, aber es funktioniert einfach nicht. Ich muss doch mal schauen, vielleicht finde ich ja noch eine Lösung. Bis dahin ist die letzte Folge von Gothic pausiert. Also jetzt ist Gothic erstmal pausiert, das werde ich die letzte Folge auch noch reinschreiben. Und ja, aber das soll uns nicht weiter stören hier. Denn jetzt laufen wir mal weiter. Ich nehme erstmal einfach die Wache. Kann ich irgendwie auch alles mitnehmen mit F oder so? Nein, sie gut. Wären nicht die Ersten. Dann nehmen wir mal den hier alles weg. Warum nehmen wir denn diese Gewinde eigentlich mit? Ich weiß es nicht. Ich
bin auch so ein bisschen Gothic gewöhnt, erstmal alles mitnehmen, aber was hier nicht funktioniert. Was nehmen wir jetzt? Ich hole das nochmal an. Ja, geht schon. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Das ist also wie immer. Okay. Oh. Oh. Ja. Akaviri. Ja, das kriege ich hin. Was seid ihr denn für Genossen? Boah, verschwinde. Der kann um die Ecke springen. Habt ihr es gesehen? Super. Aber wir gehen weiter. Das Fleisch nehmen wir mit. Ist auch, dass wir hier Waffen und Rüstung ausrüsten können, ne, das uns jetzt anzeigt. Ein Bogen. Ich weiß zwar nicht, wie diese... Naja. Und dann knacken wir die Kiste. Ah, klappt doch noch. So, die Kiste haben wir auch, ne? Hört man das nicht so? Ah. Dann wähle ich mal den Bogen. Treffen wir den Eimer von hier? Wunderbar. Das stecken wir weg. Mistviech. Gut. Ich glaube, wir werden auch mit dem Bogen hauptsächlich spielen. Noch mehr Pfeile. Die Dietrich nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Fackeln nehmen wir auch mal mit. Die Wiegen nehmen wir. Was wiegst du? Die Keule behalten wir erstmal. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir brauchen. Ein Goblin-Schamane. Schlüssel und Dietrich wieder. Sehr schön. Fiegen die Pfeile noch was? Ist das 0,04? Nee, 0,1, okay. Mit eisener Schlüssel. Ah, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Let's Play. Den rechten Bomber, okay. Ich glaube, wir werden einfach erstmal einen Zauber auswählen. Feuerball. Ich weiß nur nicht, wie man zaubert. War das mit C? Ah, okay. Das Auto sieht, dass das Feuerball heißt, ne? Naja. Wo ist denn dieses Mistviech hin? Wir schleichen mal. Also Magie gefällt mir immer noch. So, wieder eine Kiste. Scheiße. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir tragen können. Oder wir tragen schwere Rüstung. Ich überlege gerade, ob wir schwere Rüstung tragen. Oder ob wir Dings anziehen. Weil schwere Rüstung. Wir sehen aus, Hilfe. Ich denke mal, dass wir schwere Rüstung tragen werden. Schwere Rüstung ist ja eigentlich für uns, für mich auch nichts, ne? Nein, wir tragen mal schwere Rüstung. Hups, da haben wir daneben geschossen. Oh oh. Der ist, glaube ich, ziemlich aggressiv. Ach, stimmt ja. Feuer ist gegen Zombies effektiver. Wir nehmen alles mit. Wir müssen hier ein bisschen auf unseren Platz achten. Da müsste immer noch ein Pfeil stecken irgendwo. Da. Was bist du denn noch, eine Ratte? Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir das hier abschließen werden und wie gut der Patch ist.
Ups. Wunderbar. Ich meine, hier ist gleich noch eine Ratte. Aha, ich bin ja... Oh, hui. Ich hab weggesprungen. Hilfe. So. Ja, mal schauen. Lassen uns natürlich nicht aufhalten. Und wollen das ja alles mal... Machen das natürlich jetzt mal kurz einen Prozess. Kaviri. Schleichen wir uns mal wieder an. Na komm. So, da wollte er uns gerade anspringen. Hier muss, glaube ich, noch irgendwo eine Ratte sein. Da hinten. Wir werden auch die ganzen Queste fertig machen. Komm. Hups. Natürlich, da treffe ich sie, ne? Haben wir sie? Ja. Gut. Ein Helm, wir sind zu schwer. Wir werden mal ein paar Waffen droppen. Wie war denn das noch? Lass uns einmal in den Einstellungen gucken. Steuerung. Steuerung. Benutzen, aktivieren. Müsste ja fallen lassen oder sowas heißen. Greifen. Merkwürdig. Ich weiß noch nicht, wie man das jetzt machen soll. Oder kann man das einfach... Ah, einfach rausziehen, okay. Jetzt. Nun, ja. Das heißt, ich kann die jetzt nicht... Toll. Was will ich denn noch viel? Das ist ja auch gediegen, ne? Nun komm. Ha. Das wollen wir behalten. Das heißt, wir suchen uns mal eine andere Position zum Fallen lassen. Ist ja furchtbar. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, ne? Gut. Wir werden den Helm auf jeden Fall behalten. Genau wie das Schild. Und jetzt rüsten wir das andere, die andere Waffe nochmal aus. Du kommst auf die 1 und du auf die 2. Könnten wir auch mal unsere Zauber wechseln. Ups, du dahin. Du hier hin. Ich glaube, es ist auch ein bisschen heilen. Ich muss diese Größe vom Hut nochmal einstellen, weil das ist echt ein bisschen zu klein. Ein bisschen Gold. Außer dem Schild. Das Schild haben wir. Ach, haben wir schon. So. Das haben wir. Jetzt nehmen wir mal wieder den Bogen. Wir schleichen mal wieder vorsichtig weiter. Denn es ist ja auch alles ein bisschen gruselig hier, vielleicht.
Kann die uns bitte um eine Ecke hinterher springen? Ich verstehe das nicht. So, wir werden mal auf unsere Klinge setzen. Geht doch. So, da ist noch ein Fass. Dunkelbier brauchen wir nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das hier. Also dieser Mod ist auf jeden Fall sehr schön. Ich werde den mal in der Beschreibung verlinken. Damit ihr auch wisst, woher ich den hab. Und den hab dich habe ich noch gesehen. Ein Rubin, ein Silberkelch. Tränke müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und Rattenfleisch. Skelett noch irgendwas? Gut. Das für den Schnelltasten haben wir ja schon gemacht. Bis jetzt ist hier niemand. Natürliche Höhlen. Vielleicht können wir hier auch erstmal mit dem Bogen kämpfen. Dass wir einen Schuss abfeuern, dann zum Schwert wechseln. Okay. Ich würde mal sagen, den haben wir ganz gut erledigt. Okay. Und Gifte können wir jetzt auch herstellen. Das probieren wir natürlich auch gleich mal aus. Was haben wir denn? Zutaten. Wie war das denn nochmal? Wir nehmen mal das und totes Fleisch. Wir probieren das mal aus. Das ist mal den Bogen vergiften. Rattenfleisch. Ein Schloss. Ja! Klappt natürlich wie immer. Das Gold nehmen wir auch gleich mit. Sind ja ein bisschen gierig. Wir haben ja im Moment nichts. Aber wo ist der König, der Kaiser? In... Tacker dich nicht mit. Na komm her. So. Den haben wir wohl. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht können wir ja diesmal die nächsten Gegner ausschalten. Ist da eine Kiste? Nein. So. Hier hinten vielleicht noch irgendwas. Da ist noch eine Kiste, sehe ich. Zack. Oh, Pfeile sind sehr gut. Sind das Tränke oder Äpfel? Äpfel, die nehmen wir einfach mal mit. Ist der tot? Er ist tot. Sogar beide. Gut. Ich will die Triche, diese Goblins dabei haben. Ja, und sowas finde ich auch cool. Das ging ja auch, fällt gerade noch ein Spiel ein, wo man das noch so Tricks machen kann. Zum Beispiel hier jetzt, so Gegner in Fallen locken. Hier in Oblivion geht das. In Skyrim geht es natürlich auch. Und in Diablo 3 ging das auch, wenn du da so Sachen von der Decke fallen lassen hast, dass du so Sachen umgeschubst hast. Das fand ich immer schon ganz cool. Na Kumpel, wie geht's dir? Das Schwert lassen wir mal hier. Dann wollen wir ein bisschen durch die Gegend schleichen. Denn ich weiß nicht, wie viele Goblins hier rumlaufen. Ist der ganz gesehen? Komm her. Damit haben wir ihn.
Ich versuche mal jetzt ein bisschen auf Berserker zu spielen, dass wir so ein bisschen mehr in Nahkampf gehen. Dann hätten wir. So. Damit hätten wir ihn. Ach, ist mir so schwer belastet wieder. Ach, Manu. Was lassen wir denn fallen? Das brauchen wir noch. So. Weg damit. Das haben wir auch geknackt. Nehmen wir alles mit. Ach, jetzt können wir unsere Rüstung hier reparieren. Er hat noch was. Er hat nichts mehr. Ich will diese Folge nämlich noch diese... Ja, diese Gebiete verlassen. Wir sind ja noch immer noch im Prolog. Aber die Frage bleibt weiterhin. Wo ist der Kaiser? Jetzt haben wir nur Goblins gesehen. Und Ratten. Der Kaiserstadt. Treffen wir ihn vielleicht hier? Das sieht so ähnlich aus wie die Gemäuer, in denen wir losgelaufen sind. Wir sollten eine Stelle finden, die wir leicht verteidigen können. Wir schleichen uns mal lieber an. Hilfe? Wie kommt ihr darauf, dass Hilfe eintrifft, bevor noch mehr von diesen Kerlen kommen? Wir müssen den Kaiser von hier fortbringen. Verflucht. Schon wieder dieser Gefangene. Tötet ihn. Er arbeitet vielleicht mit den Assassinen zusammen. Nein, er ist keiner von ihnen. Er kann uns helfen. Er muss uns helfen. Wie ihr wünscht, Herr. Kommt näher. Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sah. Wie soll ich das erklären? Hört zu. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert, jeder von ihnen ein Feuer, jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Puh, da fragt er uns was. Och, Mann, das muss ich mir ja schon wissen, was ich haben will. Jetzt muss ich wieder husten. Einen Moment, bitte. Ach, jetzt müsste es wieder gehen. Ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Wahrscheinlich nicht. Wo ist denn der Krieger? Wir nehmen mal der Krieger. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll euch der Krieger ein treuer Gefährte sein, wenn euch das Glück schwindet. Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Wir müssen halt alle sterben, ne? Irgendwann mal. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akatosh strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme schriller als jede Musik ruft mich. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen. Doch dann müssen wir uns verabschieden. Ja, da war gerade schon wieder verbuggt mit dem Englischen. Du hast gesehen, die ersten zwei Sätze waren Englisch. Trank mitnehmen.
Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Hier, nehmt diese Fackel und bleibt in der Nähe. Okay. Auch ihr. Jetzt ist keine Zeit zum... Dann lauf doch vor. Hast du noch irgendwas dabei? Nein. Gut, ich bin mal gespannt, was noch passieren wird. Wir werden übrigens auch alle Kampagnen spielen. Das heißt, wir spielen auch Bruderschaft. Werden wir durchspielen. Die Hauptstory werden wir durchspielen. Aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Beschützt den Kaiser! Kommt mit uns! Ja. Das schafft ihr schon. Ich muss erstmal looten, ich hab nämlich nix. Aua, aua, aua. Ich hoffe nur, dass uns die. Vor allem, wie kommen die hier rein? Hoffentlich töten sie uns nicht. Der Kaiser ist in Gefahr! Jetzt rüste ich immer das Falsche aus. Ich will immer von Gossig noch mit 1 Waffe ziehen. Für die Klinge beschützt den Kaiser. So. Okay. Gut. Wir heilen uns einmal. Hier bringt euch mal den Stab aus. Spannend, was das bringt. Das Allerheiligste. Einen Moment, das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Glenroy, ich folge dir. Niemand da. Los jetzt. Wir sind schon fast bei den Abwasserkanälen. Schon fast. Kommt ihr? Sind das Knochen? Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Beruhig dich. Oh. Was ist mit dem Seitengang dort hinten? Einen Versuch ist es wert. Auf geht's! So. Hier geht's dann schon auch nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Wie lauten eure Befehle, Herr? Sie sind hinter uns. Wartet hier, Herr. Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser. Abschaum. Gut. Dann kämpft ihr beiden mal. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Und jetzt. Ihr habt euch einen schlechten Tag ausgesucht, um euch mit der Sache der Welt zu beschäftigen. Die Drachenfeuer ewig brennen. Nein. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett! Wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Ich habe es. Merkwürdig. Er hat etwas in euch gesehen. Hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Joffrey? Willst du Joffrey bringen? Das hat er gesagt. Warum? Es gibt noch einen Thronerben. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht.
Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Dort gibt es Ratten und Goblins, aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Barde. Habe ich recht? Barde? Klasse wählen, okay. Ein Barde, Diebeskunst. Schwertkampf, Blocken, Illusion, Alchemie, leichte Rüstung. Nein, das ist irgendwie nicht unseres. Ich denke mal eher, dass wir das sind. Weil der auch leichte Rüstung hat. Uff, Geschicklichkeit, Stärke. Naja. Kampfmagier sind wir auch nicht. Wir sind einfach nicht, glaube ich, eher ein Krieger. Dietik-Schwerkampf, Blocken, Sturmwaffen, Nahkampf, schwierige Rüstung. Ja. Genau das ist. Wirklich? Das hätte ich nie erraten. Ich glaube. Ihr müsst. Seid unbesorgt. Ich bin selbst. Aber aus irgendeinem Grund hat euch der Kaiser. Das Amulett der Könige muss. Joffrey. Ich bleibe. Nach 50 Millionen Stunden haben sie endlich das erlaubt. Wo ist eigentlich der andere Typ hin? Frage ich mich. Was ist mit ihm? Er hat noch Gold. Sein Schwert ist weg. Verflucht. Der hat uns das Schwert geklaut. Gut. Ein dreckiges Kurzschwert. Naja, wir beeilen uns mal ein wenig. Und versuchen mal, hier langsam rauszukommen. Ziemlich gruselig hier. Lass uns erstmal da drüben schauen. Oh. Hui. Mistratten. Und dreckige Goblins. Hier geht's nicht raus. Schauen wir doch mal lieber hier. Aha. Dann habe ich die gesehen. Ja. Jetzt werden wir noch hier rauslaufen und dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen. Aber bis dahin kämpfen wir uns noch hier raus. Schönen Ratten hinter. So. Und wir schauen mal, stecken das Schwert weg. Da ist der Ausgang. Ich werde hier einmal speichern. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal während des Ladescreams und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Oblivion. Bis dann, tschüss!